Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer Black Widow Challenge. Ihr Lieben, bisher haben wir noch nicht viel erreichen können in dieser Challenge, ne? Wir haben noch nicht einen unserer Ehemänner töten können, beziehungsweise wir waren noch nicht mal verheiratet, Freunde. Das muss sich unbedingt ändern. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen durchstarten. Das mit dem Schnäuzi, das funktioniert leider nicht. Schnäuzi ist ein bisschen speziell. Ich weiß nicht genau, was er für ein Problem hat, aber es funktioniert nicht. Vielleicht holen wir uns da ganz fix den Ring an den Finger, bringen ihn um die Ecke und dann suchen wir uns den nächsten reichen Typen. Was haltet ihr davon? Wir starten jetzt ins Spiel und versuchen unser Bestes. So, da sind wir. Wassereinsparungstag. Na toll. Hier, ihr erinnert euch bestimmt an diesen wunderschönen Computerplatz, den wir für Schnäuzi eingerichtet haben. Denn Schnäuzi sollte uns ein bisschen Geld einbringen. Aber Freunde, guckt, wie viel Kohle wir haben. Einfach nur 9000 Simoleons. Das wird nix. Ich guck mal ganz fix. Die Mona, die sieht gut aus. Die beiden spielen hier rum. Ach, wie schön. Ne, unser Yaro, wo wir immer noch nicht wissen, ob das die Ausgeburt der Hölle ist oder ob das ein Engelchen wird. Wir haben da noch gar keine Peilung. So, den Yaro stecken wir mal ganz fix ins Bett und dann suchen wir uns die reichste Villa. Oh, warum klicke ich denn jetzt auf die Toilette? Yaro ins Bett bringen. So, dann ist er nämlich versorgt. Dann ziehen wir los und suchen uns die reichste Villa, die wir finden können. Und dann schmeißen wir uns an den Typen ran, der dort drin wohnt. Denn das wird unser nächster. Denn wir brauchen Geld. Das kann nicht sein, dass wir hier schon, ich weiß gar nicht, wie vierte Folge das ist. Aber es ist ja noch nichts passiert, ne? Wollen wir erstmal versuchen, ihn zu heiraten? Komm, weck ihn mal auf. Ganz romantisch. Bring ihn doch mal hier ein Käffchen ans Bett mit einer Rose drin. So, da kommt er aufgesprungen. Da freut er sich schon. Dann gibt's da mal einen kleinen Knutschi. Und dann genau machen wir den Heiratsantrag. Ne? Wir machen jetzt hier nichts. Nee. Küss ihn doch mal. Da war es gerade mit der Rose. Siehst du, dann gibt es jetzt hier noch die Rose ans Bett. Ach nee, Hände küssen war es. Ich wollte ihm jetzt eine Rose schenken. So, eine Rose gibt es auch noch. Und dann fackeln wir hier gar nicht weiter lange rum. Es wird nicht romantisch, sondern es wird einfach der Ring an den Finger gesteckt und gut ist das. So, da freut er sich. So, wir können hier immer noch nichts mit dem machen, ne? Die rosa Leiste ist komplett voll, aber der will einfach nicht mit uns ins Bett. Ich verstehe das nicht. So, jetzt machst du ihm den Antrag. Der Rest ist scheißegal. Das muss hier mit dem nicht funktionieren. Wichtig ist, dass er um die Ecke gebracht wird, sobald wir den heiraten. So. Oh, nein! Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Der will uns nicht heiraten. Schnäuzi ist schwierig, Freunde. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mona kann es nicht fassen. Sie ist verliebt und verspürt das dringende Bedürfnis, sich zu binden und treu zu sein. Kann sie ihre Sprunghaftigkeit ablegen? Ne. Oh mein Gott. Schnäuzi hat uns einen Korb gegeben. Schnäuzi. Was genau willst du eigentlich, ja? Was willst du? Warum verschmähst du unsere Mona? Die hat dir gerade eine Rose geschenkt, dich abgeknutscht. Irgendwas ist bei dem nicht richtig. Aber wir haben es noch nicht rausgefunden. Vielleicht ist es noch seine alte Flamme, Freunde. Hier steht nämlich verliebt. Kentaro hat sich in Yuko Morita verliebt. Ich glaube, der ist noch nicht über seine alte Flamme hinweg. Oh, oh. Müssen wir die erstmal um Ecke bringen? Wo ist sie? Da, die Yuko. Ist auch eine Sahneschnitte, ne? Also die sieht aber auch gut aus. Hm, weiß nicht. Also ich glaube, die Mona, oh Gott, die tut mir ja leid, ne? Aber das interessiert die überhaupt nicht. Die bringt hier fröhlich den Müll weg. So, Mona, wir düsen jetzt los. Wir suchen uns einen reichen Typen. Das geht so nicht. So, also hier ist schon mal, ne? Flex. Ich glaube, den haben wir schon mal versucht anzugraben. Ist halt eine Familie mit dem Spiel. So, hier hätten wir noch die Familie Delgato. Aber vielleicht reisen wir doch mal auch durch die anderen Städte. Da hätten wir ein großes Anwesen. So ein alleinstehender Typ wäre doch jetzt nicht schlecht. Gibt's das hier irgendwo? Aber es muss natürlich schon ein großes Grundstück sein, ne? Sonst bringt uns... Hier hätten wir einmal schon mal einen alleinstehenden Typen. Also den können wir uns vormerken. In der Wüstenstadt müssen wir Obacht geben, weil da wohnt der Vater. So, hier haben wir auch keinen alleinstehenden Typen in den großen Villen. Windenburg gehen wir mal kurz gucken. Oh Gott, da sind ja also eine riesen Familien drin. Die müssen wir dann erstmal rausschmeißen, ne? Ach.
wird kritisch. So, den Vladislaus gibt's ja irgendwie nicht. Doch, den Vlad gibt es noch. Warum ist er jetzt wieder hier? Oder war das bei der 100-Baby-Challenge, ne? Oder habe ich mich jetzt vertan? Hat der Vlad Kohle? Aber der Vlad ist nicht gut rumzukriegen, ne? Ich glaube, der ist noch eine Nummer zu hart für uns. So, hier hätten wir noch einen Herrn Huppertz, der alleine lebt, aber das Grundstück ist mir zu klein. Muss ich euch ehrlich sagen, so viel Kohle kann da auch nicht bei rüber rausspringen. Ganz viele alleinstehende Frauen haben wir schon. Mit ihren Kindern. Aber Männer nicht. Hier oben ist noch ein Herr Offermann, aber... So, hier hätten wir Familie Prescott. Da gibt es ganz viele Tiere mit dazu. So, ich gehe jetzt nochmal nach Willow Creek. Ich glaube, hier haben wir die größten Villen. So, Grusel bin ich mir nicht so sicher. Der Grusel... So, da ist nur eine Frau mit da drin. Da ist auch nur eine Frau drin. Hier ist auch nur eine Frau drin. Gehen wir mal hier hinten hin. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Die Grundstücke sehen nicht ganz so teuer aus. Also entweder Familie Grusel, obwohl ich glaube, dass der Mortimer ein harter Brocken sein wird. Aber ich glaube, die Grusels haben Geld, oder? Wir müssen die dann halt nur rausschmeißen aus dem Haushalt, ne? Oder versuchen wir es hier hinten. Ich glaube, wir versuchen es hier hinten. So, da sind wir. Ein kleiner Scheißer rennt hier rum. Der Jens. Hallo Jens, wir möchten gerne deinen Papa mal kennenlernen. Aha. Dürften wir mal da vorbei, danke. So, da hinten grillt jemand. Die Olivia, das scheint die Tochter zu sein. Da sitzt er. Was war denn das für ein Klopfen? Also richtig so. So, Erik heißt er. Erik. Dürfen wir uns da mal kokett vorstellen bei dir? Der ist hier auch gerade alleine im Wohnzimmer. Das ist gut. Hallöchen. Macht sie schöner mit ihren Armen, ne? Findet er gut? Perfekt. Ihm ist irgendwie ein bisschen kalt, glaube ich. Also da können wir Abhilfe schaffen, Erik. Wir sind erstmal ein bisschen freundlich. Machen mal ein Kompliment über seinen schicken Pullover. Na, dass die Muckis da richtig gut zu Geltung kommen. So, hi, Olivia. So, dann reden wir mal über Hobbys. Frag ihn doch mal, was er für Hobbys hat. Kinder, die Kinder ja. Oh mein Gott, das ist ein bisschen unangenehm jetzt, ne? Erik, wollen wir nicht mal zusammen irgendwo anders hingehen? Erik mag kochen. Das ist ja schon mal gut. So, und dann gehen wir doch einfach mal hier hinten irgendwie hin. Guck mal, wir gehen jetzt mit dem hier in den Wald. Mal sehen, ob das funktioniert. Was ist mit unserem Kind? Unser Kind ist traurig. Ich hoffe, Schnäuzi kümmert sich um unser Kind. Aber er sieht sportlich aus, ne? So. Dann gucken wir doch mal, was da so geht mit dem Erik. Können wir da schon mal flirten? Können wir ihn betören? Weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, ne? Und? Ja, doch. Ich glaube, ihm gefällt's, Freunde. Aber er guckt ein bisschen grimmig, ne? Weiß nicht. Wir sind noch mal ein bisschen freundlich. Doch, er ist kokett. Es hat funktioniert. Freunde. Aber wir müssen ihn jetzt erstmal dazu bringen, dass er sich von seiner Frau trennt, ne? Wir fragen ihn mal, ob er Single ist. Profil öffnen. Ja, der ist verheiratet. Das wird schwierig. So, jetzt fängt es an zu regnen. Oh oh, da ist jetzt was schiefgelaufen. Mist. Frag doch mal, was er arbeitet. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, ob er arbeiten geht. Und dann würde ich noch mal... Na, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass das gleich nach hinten losgeht. Erik ist Hausmann. Och, nee. Warum arbeiten die denn alle nicht? Ich weiß nicht. Wollen wir da weiter dranbleiben oder nicht? Bin mir da nicht so sicher. So, jetzt haut er nämlich ab. Och, das war irgendwie nicht so gut. Mona, was machen wir denn jetzt? So, sie möchte zu zwei Verabredungen gehen. Wie wär's denn mal, wenn wir das direkt machen? Wen suchen wir uns aus? Also wir hätten den Clemens noch am Start. Um Verabredung bitten. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir können hier den Erik nehmen oder den Clemens. Wer die beiden hier unten sind, weiß ich nicht. Ich glaube, der Delgato hatte auch noch ein großes Grundstück, ne? Wollen wir es mal mit dem versuchen? Freunde, wir daten jetzt hier einfach ein bisschen wild rum, ne? Wir müssen gucken, ob da irgendwo was geht. Wir brauchen Geld auf Dauer. Wir müssen unser Kind ernähren. So, wo gehen wir mit dem... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Wir gehen mal lieber nicht bei uns in eine Bar. Nicht, dass da der Kentaro aufkreuzt. Hier unten. So.
Hallöchen, Justin. Justin hat einen Ring am Finger. Wir checken den jetzt mal aus. Hallo, Justin. Lern ihn doch mal kennen. Frag ihn doch gleich mal nach seiner Karriere. So, und dann fragen wir auch gleich mal, ob er Single ist. So. Wir müssen 10-mal Kontakt schnüpfen, sitzen und mit der Verabredung flirten. So, was haben wir denn hier oben schon? Oh, er arbeitet. Der erste Mann, den wir kennenlernen, der arbeitet. Justin als Gebietsleiter bei Gerissen und Cleveraki. Ha. Er ist ordentlich. Okay, er arbeitet. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Justin, hättest du Interesse an uns? Er guckt schon so auf unsere Brüste. Ich glaube, wir können es versuchen. Wir müssen uns mit ihm zusammen hinsetzen. Dann setzen wir uns doch mal hier hin. Er ist verheiratet. Och nö. Mann. Aber ist schon mal eine bessere Wahl als der Erik, weil der Erik ist nur Hausmann. So, eine Geschichte erzählen und wir müssen flirten. Wir erzählen erstmal eine lustige Geschichte. Entschuldige, könntest du uns bitte... Kann ich sie hier irgendwie aus der Unterhaltung rauskriegen? Nee, ne? Oh, jetzt klingt die sich hier ein. Wer bist du denn überhaupt? Ulrike. Ulrike Faust, bitte lass uns hier mit dem Typen flirten. Okay, lustige Geschichte haben wir erzählt. Alles klar, tiefgründiges Gespräch. Das machen wir auch nochmal. Halt die Schnüss, Ulrike. Wir haben hier andere Dinge zu tun. Ach nee, Ulrike. Lass uns in Frieden. Wir gehen mal hier hinten auf den Parkplatz. Da knutscht es sich auch besser, ne? Dann werden wir noch einmal flirten. Betör ihn doch mal. Dann müssen wir noch eine tiefgründige Unterhaltung führen. Betören funktioniert, Freunde. Perfekt. Da ist er ganz hin und weg von uns. Er ist sehr kokett. Aber wir haben noch keine rosa Leiste. Mist. Aber die Mona, die scheint hier überhaupt nicht an ihn interessiert zu sein, ne? Nee. So, jetzt haben wir eine rosa Leiste. Perfekt. Ich versuche ihn mal zu knuddeln. Mal sehen, ob es funktioniert. Ja. Ja, ja, ja. Erster Kuss. Randa, Mona. Ich glaube, das sieht gut aus. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen Geld, ne? Ja. Freunde, das funktioniert. Vielleicht will der uns heiraten. Erstmal ziehen wir bei dem einen, ne? Aber er geht da voll mit, ne? So, ich mache jetzt mal noch ein bisschen weiter hier und hoffe, dass irgendwann die Interaktion leidenschaftlich küssen kommt. Und dann bin ich gespannt, ob wir mit ihm ein bisschen Spaß haben können oder ob das vielleicht ein Problem in diesem Spielstand ist, dass das nicht mehr funktioniert. Das wäre es ja, ne? Aber er scheint da gar kein Problem mit zu haben, dass er verheiratet ist, ne? Ich glaube, Kitty Cat will uns gerade warnen vor irgendwas. Supraya heißt die. Ist die da gerade gekommen? Hat die uns hier gerade erwischt? Nee, die sah nur so aus. Die hat, glaube ich, die gleiche Frisur. Nee, okay. Alles gut, Kitty Cat. Keine Sorge. So, er haut jetzt auf jeden Fall rein. Wir müssen aber noch ein bisschen, bis das Date vorbei ist. 1:03. Ich würde da mal ganz fix eine kleine Köstlichkeit zaubern. Ach, süß, wie sie jetzt Kitty Cat hochnimmt. Denn wir haben Hunger. So, was gibt es? Knoblauchnudeln ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl, wenn wir hier noch auf dem Date sind mit dem... Nee, er hieß nicht Erik. Ach, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Wie hieß er denn jetzt? Wer ist es denn? Der mit der Brille. Wo bist du? Ich weiß nicht, wie mein Date heißt, Freunde. Justin. So, Mona, denn ist mal. Vielleicht kannst du dich da gleich nochmal zu dem Justin bewegen. Der Justin, der will lieber mit anderen Frauen sprechen. Justin. Der hat hier ein Auge auf die Hana geworfen. Mist. Der Justin, ich glaube. Da sind wir abgeschrieben, ne? Da ist der Mortimer Grusel. Der setzt sich zu uns. Da gehen wir doch gleich mal auf Betören. Der ist verspielt. Der kommt hier aus dem Badezimmer. Ach nee, durch die Hintertür. Der kommt durch die Hintertür und ist verspielt. Nimmt das an? Ha! Ehrlich. Der Mortimer. Justin, hab Spaß mit deinen Mädels. Hat sie auch gerade so. Justin, tschüss. Ich hab hier den Mortimer. Da gehen wir doch gleich mal auf Flirten. Ich hier mit meinen Knoblauchnudeln versuche den Mortimer Grusel anzumachen. Jetzt kommt hier Kitty Cat noch dazu.
Ah, Kitty Cat muss auf Klo. Mist. Was passiert denn, wenn ich in Baumodus gehe? Der Mortimer, der will, Freunde. Ich gehe mal ganz fix in Baumodus und stelle mal ein Klöchen hin für Kitty Cat. So, Kitty Cat, da kannst du auf Klöchen gehen. Alles tutti frutti. Ich muss mich hier um den Mortimer kümmern. Das ist gerade sehr wichtig. So, mach doch mal ein Kompliment über sein Aussehen. Jetzt ist hier schon wieder jemand anders mit im Gespräch. Ach, jetzt hüpft's. Oh, da ist jetzt Justin bei uns im Hintergrund. Nun. Ah, Mist, jetzt hat der Justin das gesehen. Jetzt wird's kritisch. Mona, es tut mir leid. Also, wenn es jetzt mit dem Mortimer nix wird, dann haben wir jetzt völlig versagt, ne? So, frag ihn nochmal nach seiner Karriere. Jetzt geht der Justin. Mist. Glaube, das war jetzt nicht gut. Lern ihn doch mal kennen. Geh mal hier aus dem anderen Gespräch raus. Ich will jetzt hier mit dem Mortimer ein bisschen mich unterhalten. So, wir bilden jetzt mal eine Runde. Und dann gehen wir beide doch mal auf den Parkplatz. Wir flirten jetzt mal mit dem Mortimer. Mal gucken, ob er Bock hat. Hat er. Perfekt. So, mal gucken, was mit dem so alles geht. So, eine Umarmung ist schon mal drin. Das funktioniert. Okay, bis jetzt macht er ganz gut mit. Mal gucken. Ah, jetzt ist irgendwas passiert. No, 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 no. Mona, was hast du gemacht? Mist, wir hätten ihn jetzt knutschen können, aber... Ah, mach doch mal ein Kompliment über sein Aussehen. So, mal gucken, ob wir ihn jetzt auch knutschen können. Oh, jetzt geht er weg. Ach, du Schreck. Wir versuchen jetzt noch ein Knutschi mit ihm. Mal gucken. Ein Knutschi. Ey, Freunde. Das ist ja wild heute hier. Einfach auf dem Parkplatz zwei Typen abgeschleppt, ne? Nee, glaub's ja nicht. Okay, irgendwie haben die jetzt beide keinen Bock mehr. Nun, wir gehen mal nach Hause. Ich hoffe, dass Kitty Cat das jetzt überlebt hat. Das wäre sonst kritisch. Wo ist denn unser Zuhause? Nee, den Mortimer nehmen wir nicht mit, Freunde. Den lassen wir schön da, aber Kitty Cat nehmen wir mit. So, ich glaube, wir waren jetzt den ganzen Tag außer Haus, oder? Oh je. Okay, wir sind zurück, Kitty Cat. Hier, du hast was zu essen, du hast ein Klöchen. Ich hoffe, du bist dann gleich wieder fit. Die Mona, die geht mal ganz fix duschen. Unser Kind weint. Mist. Aber dem geht soweit gut, ne? Und jetzt wollte ich noch mal gucken, wenn wir bei der Mona ins Profil gehen. Da steht Flirten Männer. Warum kann sie denn mit keinem Typen ins Bett gehen? Ich verstehe es nicht. Ah, Gefühle von Kentaro gegenüber Mona, schwelender Groll. Oh Gott, vielleicht ist da ein bisschen was zwischen den schief gelaufen. Aber warum? Was hab ich vergessen? Ich glaube, das mit dem Kentaro wird nicht mehr, ne? Wir können jetzt nochmal versuchen zu reden. Bei der Eva wurde das ja dann auch wieder gut, ne? So, und jetzt gibt's hier mal eine Unterredung, bitteschön. Mit euch beiden. So, Kitty Cat ist mit dabei. Perfekt. Genau, entschuldige dich mal. Das war jetzt... Oh, warum könnt ihr jetzt nicht dabei sitzen, ne? Verstehe ich nicht. So, Kitty Cat macht auch mit. So, versuch ihn doch mal aufzumuntern. So, ich kann mich jetzt nochmal bei ihm entschuldigen. Weiß nicht, wie lange das dauert. So, tröste ihn doch mal. Jetzt ist er wütend. Oh no, warum denn? Kontrollverlust. Och nee. Wegen unerfüllten Wünschen. Wollen wir mit ihm einfach mal schnell angeln gehen? Können wir hier so ein kleines Teilchen bauen, Freunde? Das mache ich mal schnell. So, ist bestimmt auch gar nicht gefährlich für ein Kind, ne? Wenn hier einfach so ein Teich am Grundstück mit dran ist. So, ist jetzt bei ihm immer noch dieser schwelende Groll. Auf jeden Fall haben die jetzt was Neues. Schwelender Groll ist fast weg. Ich wollte jetzt mal kurz gucken, wenn wir aufs Bett drücken. Wir können nicht mit diesem Typen schlafen. Das ist so komisch, ne? Das ist echt so komisch. So, ich spule mal ein bisschen vor. Vielleicht ist er ja glücklich, wenn er einen Fisch gefangen hat. Aber irgendwie stellt er sich da ein bisschen blöd an, muss ich jetzt mal sagen. Nee, ich schaff's nicht, diese Beziehung zu kitten, ne? Das funktioniert nicht. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob das denn mit einem anderen Mann funktioniert. Es ist jetzt 11 Uhr. Wir werden jetzt die Grusels besuchen. Der Mortimer ist nicht da. Wo ist er? Der ist immer noch in dem Pub, wo wir vorhin waren. Ach nee, Mortimer. So, Mortimer. Da kommt er schon. Ich habe ihn eingeladen.
So, und wisst ihr, was wir jetzt machen? Da, mit Mortimer geht's. Mit dem Mortimer funktioniert. Das liegt an Kentaro, das liegt an Schnäuzi. Unsere Katze einfach dieses Klo vollgeschissen. Jetzt liegt das hier rum. Nee, mit dem Mortimer geht es. Oh mein Gott. Glaub's nicht. Oh fei. Das funktioniert. So. Mit Mortimer funktioniert's. Also, jetzt müssen wir nur noch den Mortimer davon überzeugen. Warum geht ihr denn jetzt irgendwie beide weg? Kurios. Der Mortimer ist einfach unser neuer Schnäuzi, ne? Vor allem, wie die jetzt einfach beide ihre Wege gehen, ne? Komm, Bruder, wir hauen wieder ab nach Hause. Es liegt an Schnäuzi, es liegt nicht am Spiel, es liegt an Schnäuzi. Also, es wäre natürlich schön, wenn wir den Schnäuzi noch dazu kriegen, uns zu heiraten. Vielleicht müssen wir es umgekehrt machen, dass der Schnäuzi uns einen Antrag macht. Jetzt ist er kokett. Wollen wir es mal versuchen? Wir können ihn ja erstmal knutschen. Ich meine, er ist auch kokett. Ey, unser Kind. Kann unser Kind da mal draußen im Regen spielen? Damit wir hier ein bisschen für uns sind. So, Kentaro, es muss doch funktionieren. Also an mir liegt es nicht. Ich habe es gerade ausprobiert. So, und jetzt haben wir es hier, ne, angespannt. Nagende Verbitterung. Da ist irgendwas zwischen denen passiert. So, er entschuldigt sich mal. So, red mal über deine Ängste. So, wir gucken hier nochmal ins Profil rein. So, hier ist immer noch schwelender Groll, Verbitterung, aber es ist nur noch grau. Die knutschen hier gerade. Im Bett geht immer noch nichts. Meine Güte! Muss das so lange dauern? So, die Mona kann sich auch noch mal entschuldigen. Vielleicht hilft das auch was. Puh, das ist ja eine ganze Entschuldigungerei. Aber das Krasse ist ja, was ist denn zwischen den beiden so Schlimmes passiert? Jetzt ist es ganz weg. Okay, Freunde, wir versuchen jetzt noch mal den Antrag. Und der geht jetzt von Kentaro an Mona. Ich gucke jetzt hier auch noch mal ins Profil. Da ist jetzt auch alles weg. Eigentlich müssten wir jetzt erst mal im Bett testen, ob es... Es geht immer noch nicht. Es geht einfach nicht. Egal, wir versuchen jetzt. Der Kentaro wird jetzt der Mona einen Antrag machen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob die Mona absagt. Oh, unser Kind ist traurig, weil es draußen im Regen ist. Ist egal. Jetzt kommt hier der Antrag, Freunde. Der Antrag kommt. Wo geht ihr hin? Ja, es scheint zu funktionieren. Freunde, es geht endlich auf. Wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Wir sind verlobt. Hör mal. Okay, wir haben es geschafft, Freunde. Also, wir sind verlobt. Wir müssen jetzt noch ganz schnell heiraten. Und dann haben wir schon den Mortimer am Start. Dann können wir den Schnäuzi mit dem Mortimer betrügen. Und dann geht das hier endlich mal los mit dieser Challenge. Also, das war jetzt ein bisschen zäh, ne, muss ich ehrlich sagen. So, und dann würde ich an der Stelle auch den Part beenden. Ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi.